Ja Leute, hi, grüßt euch, servus. Ich hoffe mal, das ist für euch in Ordnung, weil ich jetzt mit dem Handy mache. Aber ja, ich bin gerade in München, Victoria mache. Ja, bisschen Tag genießen. Und jetzt sind wir gerade irgendwie so planlos. Was heißt planlos? Also, ich bin auf der Suche nach einer Breze. Also ich will jetzt einfach irgendwo eine Breze. Und ich habe jetzt echt Bock auf eine Breze. Und ja, da bin ich halt am Suchen. Aber hier, ich weiß nicht. Ah, vielleicht könnte ich hier. Da ist ein Laden. Da gibt es irgendwas Gebäck. Vielleicht gibt es da eine Breze. Ne? Ja, mal gucken. Ne? Ja, einfach mal schauen. So, jetzt habe ich gerade meine Brezen bekommen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen. Also, ja, nicht direkt. Also, am Kern, wir waren ja gerade vorhin so Viktualia-Marienplatz, also ein Viktualienplatz. Aber da fahren wir jetzt weg, weil. Ja, da ist einfach zu viel los und einfach so gelaufen. Ja, jetzt gehen wir dann in diese Richtung davor. Und dann davor Richtung. Ja, jetzt hat man Englischer Garten, schauen wir mal. Ja. Aber cool, das Wetter passt. Hier in der Stadt ein bisschen, naja, grüne Oase, füllt Zigarettenkippen und alles hier, aber naja, gut. Aber cool. Einfach mal so einen schönen Tag machen in München. Ja. Der Daniel ist auch da. Ich weiß nicht, ob ich hier halten darf. Scheiß drauf. Das ist Daniel, der filmt immer. Winke mal. Ah. Das ist echt eine Frechheit, was er da jetzt macht. Aber der war nicht für euch gedacht, der war für mich der Finger. Naja, das war der Nettigkeitsfinger. Naja. Ja, so, jetzt dürfte sich mal wahrscheinlich die Soundqualität ein bisschen verbessert haben. Ich liebe es doch so, Regensburg, wollte jetzt auch durch Münchner Gassen durchzugehen. Ja, so Altstadt, bisschen. Bisschen leider so abgelegen, ne? Nicht so. Touristische Gebiete jetzt so, wo überfüllt sind. Das ist immer eine Katastrophe, echt. Und dann merkst du eigentlich, als Bayer bist du eigentlich der, der wo dann irgendwie, ja, nicht so. Alter, du bist jetzt gegen die Stange da fast gerannt. Ja, fast. Oh Mann. Ja. Oh, schaut euch mal das Gebäude an. Das schaut geil aus, oder? Mandarin Oriental. Das ist ein cooles Gebäude, das sieht echt geil aus. Ja. Ja. Hofbräuhaus. Da gehe ich aber nicht rein. Oh, und Freunde und Helfer. Ah, geil. Schaut's mal. Polizei, Freunde und Helfer. Nice. So eine alte Polizeistation hier. Naja. Und ich sag's euch, ich habe jetzt eine Brezen gekauft und ich habe jetzt wahnsinnig Durst. Ich muss jetzt irgendwo hin dann ein Wasser holen. Ich habe so viel Durst. Puff. Weil wir bewegen uns jetzt so Richtung Isar. Ja. Isar haben wir jetzt weg, gell? Also, ja. Englischer Garten. Ist da nicht die Isar in der Nähe? Nee, ich glaube nicht, gell? Bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ja, und da muss ich jetzt, ich brauche irgendwo was zum Trinken, weil sonst trinke ich, naja, Schmarrn. Trinke ich natürlich nicht leere Isar, aber naja. Man merkt schon wieder, dass man wieder. Die machen Party da vorne in dem rosanen Ding da, die chillen da, gell? Chillen da voll ab. Collaboratrice qui est une responsable.
Das ist echt cool hier, Leute. Das ist der Münchner Eisbach. Das ist im Englischen Garten. Und hier surfen diese Leute. Da ist so eine, ja, ist so eine Welle. Und da kann man drauf surfen. Das ist halt echt mega geil. Das schaut wirklich super aus. Ich könnte da stundenlang zuschauen. Und da sind sehr viele talentierte, so talentierte und nicht so talentierte Menschen, die dann auf dieser Welle surfen. Naja, aber wirklich, die machen das echt cool. Und das ist auch Kunst, aber es sieht immer so leicht aus, aber ich denke mal, wenn man selber drauf ist, dann ist es nicht so einfach. Und das sieht schon echt mega geil aus. Und ich denke mal, das macht mordsmäßig Spaß. Ihr seht es ja. Also wirklich, wenn man dort ist und schaut zu, echt cool. Und es sind sehr viele Leute hier, die wir zuschauen. Und ja. Und da bekommt man echt Bock drauf. Ja. Wirklich nice. Echt cool. Generell ist es aber so, dass es hier bei diesem Eisbach, dass es das Schwimmen, ja, oder das Baden oder dass man sich aufhalten soll, sollte man ein bisschen aufpassen, weil das so, das ist das Verletzungsrisiko ziemlich groß. Aber ich denke mal, die, wo daherkommen und dann täglich hier surfen, die wissen das und die passen auch auf. Also dann denke ich mal, da ist dann auch kein Problem mit. Ja, sowas bräuchte man bei uns in Regensburg auch. Also wirklich fehlt sowas. Echt geil. Wirklich cool. Wisst ihr, wenn man Durst hat, ja, und dann sieht man dieses geile Wasser, da kommt man echt dazu, dass man sagt, oh, ich hätte am liebsten würde jetzt dieses Wasser trinken, weil ich Durst habe. Aber schaut mal das hier. Aber das ist nicht wegen dem Trinken, sondern dieser Bach ist wirklich gefährlich. Er sieht so geil aus, der Bach. Also es ist auch schön und es ist grün, schaut auch super aus. Und es sieht so beruhigend aus. Aber der hat es wirklich in sich. Das ist echt lebensgefährlich da unten. Also da gibt es ja Leute, die wo dann einmal so einmal da durchschwimmen. Aber darunter liegt halt viel Geröll und teilweise, da muss man echt aufpassen, ja. Aber cool ist es schon, ja. Also ich, wenn ich jetzt einen Neoprenanzug hätte, würde mir sowas auch mal ergeben, dass ich sage, okay, ich springe da rein und einmal durchs Wasser durch. Also nicht durch, sondern einfach treiben lassen. Das ist schon geil. Schaut schon echt cool aus. Naja. Ich muss jetzt mal gleich testen, wie kalt das Wasser ist. Aber ich gehe nicht rein, ich muss bloß mal gucken. Ne? Warte mal, ich nehme, drehe mal um. Schauen wir mal, wie kalt das Wasser ist. Hoffe, ich falle nicht rein. Oh ja, doch. Hat schon richtig Eisbach. Ja, ist kalt. Aber trotzdem. Cool. Ja. Übrigens, ich werde gerade gefilmt. Ja, da. Der Daniel. Jo, Daniel, was geht ab? Daniel, zeig mal deinen Bart. Er ignoriert. Wahnsinn. Nice. Ja, wir sind mal hier nämlich zu zweit gerade in München. Aber ich sag's euch, ich muss jetzt echt wohin gehen. Ich hab so viel Durst. Ich brauche jetzt echt Wasser. Und der ist so geizig, gibt mir kein Wasser, gell? Das ist der Münchner Hauptbahnhof. Der geht immer richtig was ab hier, da ist richtig viel los. In der Jugendzeit war ich sehr oft in München und das war immer so mein Hauptumschlagsplatz hier in München. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, Hauptumschlagplatz hier immer. Nein, Hauptumschlagplatz, weil ich halt immer unterwegs war zu den, ja, wenn ich Münchner Disco war oder so, dann bin ich immer her und ja. Mit dem Zug immer unterwegs gewesen und ja, und dann war ich da immer, ja, schon ein schöner Bahnhof, so ein Sackbahnhof, gell.
habe jetzt immer noch nichts zum Essen und ja, zum Essen, sei zum Trinken. Ja. Hunger habe ich auch. Wir sind jetzt gerade, wo das heißt Five Guys. Und da schauen wir jetzt gerade mal, ob wir hier, ja, da gibt es einen Burgerladen, aber ich muss jetzt mal schauen, ob es da auch vegane Burger gibt, weil Fleisch, nee, nicht mit mir. Und ja, mal gucken. Ne? Und da sind wir jetzt hier. Ich kenne den Laden gar nicht. Daniel kennt den Laden, aber ich kenne ihn gar nicht. Und ja, aber er checkt jetzt gerade die Lage ab, also schaut mal gerade beim Handy, ob es dort einen veganen Burger gibt, weil wenn nicht, dann, naja, dann muss ich weiter. Naja. Eigentlich habe ich nicht so den Hunger, mehr Durst, aber naja. Ja. Aber echt viel los hier. Also wirklich mega viel los. Ja, und jetzt schauen wir mal. Also da geht es dann jetzt gleich rein und dann gucken wir einfach mal. Also ob's, drückt die Daumen. So, das hat sich natürlich jetzt schon wieder erledigt. Nichts Veganes. Ja, naja. Schade ehrlich gesagt. Aber jetzt da reingehen zu Pommes essen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn es nichts Veganes drin gibt, ja, was wissen wir denn? Scheiße einfach. Das ist ein No-Go. Naja. Aber gut, man kann nicht alles haben. Muss ich schauen, gibt es ja noch mehr. Und wenn dann holen wir halt irgendwas zum Trinken. Ich habe jetzt echt brutal durch. Man glaubt es gar nicht. Ich habe mir jetzt was zum Trinken geholt. Gehabt, ja. Aber es gibt Irrsinn, es gibt so viele Leute hier, die die ganzen Eimer durchsuchen nach Flaschen. Und das ist echt krass, weil man merkt wirklich, dass es viele Menschen gibt in Deutschland, die kein Geld nicht haben, denen was für uns ja wirklich schlecht geht. Ja, ich habe jetzt meine Flasche ganz schnell getrunken, weil da jemand gekommen ist und den habe ich dann gleich mal die Flasche in die Hand gedrückt. Ja, ist eine Kleinigkeit, das ist nichts Besonderes jetzt. Aber ja, aber es ist trotzdem generell wirklich traurig. Hat es vor ein paar Jahren nicht so in dem Ausmaß gegeben, ja. Aber es wird immer schlimmer. Ne? Na gut. Ja, Leute, das war jetzt ein bisschen München. Viel ist es nicht gewesen. Ja. Wir bewegen uns jetzt dann wieder Richtung Heimat, Richtung Regensburg. Ja, dann hoffe ich, es gefällt euch das Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Channel. Ja, und gebt einen Daumen nach oben. Dann seid ihr immer up to date und kriegt das Video immer wieder das nächste, wenn ich wieder eins mache. In diesem Sinne, schöne Zeit euch. Ciao, Servus.